Ich darf nachher nicht vergessen, im Mitgliedergebäude die Hartlinge noch zu klauen. Im letzten Durchgang habe ich es vergessen. War ein bisschen doof. Guck es an, doppelt so stark wie die Mithril-Stange, Alter. Geht doch. Wobei ich glaube, ein bisschen höher kann ich die Kampfgeschwindigkeit schon stellen. Ich könnte theoretisch auch auf Warten stellen, aber ich habe bisher nie das Gefühl, dass das irgendwie was bringt tatsächlich. Ey, kommst du wohl zurück? Ja gut, wenn ich jetzt mit mir so anschaue, hätte ich vielleicht auch... Naja, egal. Ist wahrscheinlich nicht so intelligent gewesen, aber ja, I don't care. Interessiert mich ja auch mal, wie das später aussieht, wenn beim Remake mit den Geistern. Okay, das war dumm. Ein halber Eishockeyschläger, was er da hat. Okay, zwei halbe. Triffst glaube ich eher. Wenn man den nicht einfach hat wegschieben, ach Quatsch, das Ding mit dem nicht einfach hat wegschieben können, verstehe ich nicht. Hätte auch funktioniert. Ja, gut. Ach ja, erstmal jetzt auf dem Tower. Nö. Aber für das, ich sag mal, HD Remastered oder sowas, oder HD-Auflage, hätte man ein bisschen mehr Mühe sich geben können. Jetzt müssen wir den Backbone nochmal in HD reinprügeln. Und wenn die Figuren immer noch Polygone-Dinger sind. Also ich weiß ja nicht, ich überlebe so einen Fall ja normalerweise nicht, du. Stecher ins Menü. Jetzt will ich wirklich mal kurz was machen. Zufügen. Text. Machen wir jetzt mal Text. Datei. So. Und jetzt müsste ich mal gucken. Kommandos da. Kurzum.
Ew. Gab's da nicht eigentlich mal eine Liste für? Hatte ich dafür nicht mal eine Liste? Müsste es doch eigentlich, oder? Keine Sorge, der dauert nur einen Moment. Ja, jetzt wissen, wo ich mein Ankboard versteckt habe. Programme. Ey! Willst du Rechtsklick machen, lädt er einen Moment und klappt sich dann zu. Das ist ein Assi. Warte schon, ne? Ah, perfekt. Gefunden. Hoppala. Das Fenster ist rein so groß gezogen. So Fenster hier. Sich verarschen? Kann das so Fenster nicht kleiner ziehen? Ist das denn Ernst? Wow. Größer ziehen konnte ich's. Egal. War schon. So. Das jetzt noch mal ein bisschen nach unten verfrachten. Vielleicht ein bisschen abändern. Okay, so sehr abändern wir auch wieder nicht. Oh. Oh, 50 wäre zu viel. 46 draus. Okay, doch 50. Passt schon. So. Weiter. Na, Umbruch. Obwohl, Laufgeschwindigkeit finde ich nicht ganz nice. Lauf, lauf, lauf. Ist das überhaupt ein Unterschied? Ja, egal. Scrollmodus. Ja, dienstbündig. Kann man machen. Hintergrund Deckkraft. Macht hier keinen Unterschied. Schriftfarbe, ach Gott, Schriftart. Ja, den kann man nehmen. Hier sollte ich nicht übertreiben. Vielleicht besser doch kein Zeilenumbruch. Okay, das kann man so nehmen. Ja, das passt zumindest bei dem Spiel rein. Sollte zumindest. Mal schauen, ob sich das rechtzeitig auch gleich ändert. Ah, Tatsache. Hat sich direkt geändert. Das ist... Will mich das Ding eigentlich verarschen? Das kam doch schon mal. Ah. Ach, jeez. So. Nein, kein Objekt verwenden. Nein, auch nicht. Ja. Tauschen. Oder auch nicht tauschen.
freue mich schon auf so eine Dinge wie der Chocobo OS später. Tastatur. Alter, nein. Ah, ich bin mal so nett drin. Ich rede mal mit den Toten. Ich bin viel zu nett. Ich sehe tote Menschen. Alter, Reaktion wie totes Tier. Oh, das hätte ich an eurer Stelle gelassen. Ich bin mal gespannt, ob die Schlauseffekte zu einem Trauer beim nächsten Teil auch noch drin sind. Also beim Remake halt. Gerade eines Dings auf 27p Grad gereicht. Ich hätte ein bisschen höher schrauben können. Eine Heilung für beide springen lassen. Wenn sie eh schneller gebrauchen als ihn, liebes. Spieler ist schon leider nicht mehr so wirkungsvoll. Schade eigentlich. Am Anfang ist es halt echt sehr praktisch. Die Genauigkeit sinkt vielleicht ein bisschen sehr stark, aber du kannst halt Limits spammen, wie du willst. So ziemlich. Wie man sieht. Damit müsste ich eigentlich auch bald die 8 voll haben. Was sage ich? Jetzt hast du bei beiden erstmal 80 Gegner killen. Ich glaube, ich bin mal so frei und klopp Rino erstmal gleich Dings vor 3 Limits oder so, 2 zumindest. Kann man ja mal machen. Wäre jedenfalls mal so meine Idee. Zugeblich mit der Genauigkeit zu singen, das ist halt schon ein bisschen hart nervig, aber machst halt nichts.